Mein Name ist Ricarda Böttcher. Ich bin eigentlich Handchirurgin, befasst mit funktioneller und chirurgischer Rekonstruktion bei schweren Nervenlähmungen und Verletzungen am Unfallkrankenhaus Berlin, einer nicht universitären Einrichtung, sondern unter der Federführung der berufsgenossenschaftlichen Kliniken, die wir in Deutschland haben. Ich bin außerdem Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Handchirurgie weltweit e.V. Dann finden Sie da Wolfgang Müller, der heute nicht hier sein kann. Er ist der Geschäftsstellenleiter der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland und er ist Geschäftsführer des Publikationsportals Journal Medical Science. Journal Medical Science wird gemeinsam betrieben vom DIMDI, von der AWMF und der ZBMed und die verantwortliche Leiterin bei der ZBMed fürs digitale Publizieren ist Ursula Arning, die Sie ja heute schon mehrfach gesehen haben. Gut, worüber will ich reden? Ich will über eine Publikationsplattform Living Books oder Living Handbooks jetzt reden, deren Pilot mit meiner Mitarbeit entstanden ist und möchte Ihnen dann ein paar Fragen beantworten, unter anderem natürlich die, um deren Beantwortung wir gebeten worden sind, nämlich die Frage, was wollen die Autoren? Also erstmal, was ist das, wie sind wir überhaupt drauf gekommen und wer macht's? Über wer bezahlt das, rede ich jetzt weniger, kann man sicherlich abseits in den Pausen und auch morgen nochmal drüber reden und Sie werden sehen, wie weit das Ganze ist. Gut. Living Books, was ist das? Es wird eine Publikationsplattform sein, um wissenschaftliche Bücher online zu stellen, sicherlich später auch mit einer Print-on-Demand-Funktion, die sich der Open Access Bewegung verpflichtet fühlen und sagen, Wissenschaft gehört den Wissenschaftlern und muss offen sein. Sie soll schnell sein, das ist das Wesen von Open Access. Wissen soll an den Mann und die Frau kommen und wir wollen, Sie werden später sehen, warum das wichtig ist, Multimedia-Formate mit direkt einbinden. Das Ganze ist von vornherein auf einer internationalen Ebene geplant. Die Aktualisierung soll leicht möglich sein. Wir wollen aber gewisse wissenschaftliche Standards, die gerade bei mir in den medizinischen Fächern sehr hoch gehalten werden, auf keinen Fall in Frage stellen. Und wir machen das Ganze im Open Access Portal Journal Medical Science zurzeit. Wie kam es überhaupt dazu? Da war ein Autorenvertrag, der mir angeboten wurde bei der Erstellung eines deutschsprachigen Lehrbuches. Der Verlag ist heute schon mehrfach genannt worden. Mit dem Zitat überträgt der Beitragsautor dem Verlag die räumlich, zeitlich und inhaltlich völlig unbeschränkten und ausschließlichen Rechte am Werk zur umfassenden Verwertung des Werkes in allen Medien. Das sorgte, wie Sie sehen können, nicht für Begeisterung und eine Idee ward geboren. Bevor ich Ihnen jetzt mehr über diese Idee erzähle, muss ich Ihnen etwas über Chirurgen erzählen, denn es sind wenige Chirurgen hier auf dieser Tagung und das hat seinen Grund. Chirurgen genießen innerhalb der Ärzteschaft einen fragwürdigen Ruf, was ihr Lehrverhalten angeht. Chirurgen in der Bibliothek sind selten gesehen. Die von Ihnen, die in Universitätsbibliotheken arbeiten, wissen das. Und die Chirurgen, die lesen, viel lesen, die sind an den Universitäten, die operieren dafür weniger. Insofern ist das mit der chirurgischen Weiterbildung so eine Sache. Dazu kommt, dass das, was Sie in der Chirurgie brauchen, auch sehr schwer über Bücher vermittelbar ist. Ich kann Ihnen nicht in einem Buch schriftlich einfach mal so erklären, wie ich eine Hand operiere, sondern Sie brauchen dafür Technik und Geschick, Sie brauchen Tipps und Tricks, aber natürlich auch das theoretische Wissen dahinter. Und eine Sozialwissenschaftlerin aus Münster hat sich sehr darum bemüht, die chirurgische Weiterbildung mal nachzuuntersuchen. Wenn Sie Patient sind, wird Ihnen das nicht unbedingt gefallen, was Sie dort lesen. Trotzdem ist so die Realität. Denn die Chirurgie ist ein riesiges Fachgebiet und Sie können nicht das gesamte theoretische Rüstzeug immer parat haben, was Sie in dem besonderen Einzelfall, der im Zweifelsfall auch noch dringend ist, brauchen. Sondern da steckt dann immer so ganz viel von, ach ja, irgendwie geht das vielleicht auch anders und versucht das zu erklären. Wenn man das liest, fühlt man sich nicht wohl. Aber es ist ehrlich. Das Schöne ist, dass ich selbst bei Chirurgen, die eher konservativ sind, die dem Neuen und der Technik ja immer erstmal misstrauen, Veränderungen ergeben. Das sind jetzt so die verschiedenen hierarchischen Stufen. Auch darin sind wir in der Chirurgie sehr gut. Chefärzte, Oberärzte, Fachärzte, Assistenzärzte. Wir können es auch noch feiner abstufen. Und Sie sehen einfach, wie viele davon interessieren sich für die Nutzung eines Smartphones oder eines Tablets. Wie viele tun es vielleicht auch und wie viele sagen, aber auch das möchte ich gerne haben. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die man, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, wie vorhin geschildert, sehr gerne wahrnimmt.
Die Realität der chirurgischen Fachbücher sieht so aus. Man wird alt, man verlängert nochmal seinen Vertrag und geht dann in Rente. Und dann macht man sich unsterblich. Man veröffentlicht ein Lehrbuch. Das sind dann riesige Schinken, bis 4,5 Kilo. Sie sehen das, The Growing Hand. Das kostete ganz am Anfang auch mal mehrere tausend Euro, war aber extrem vergänglich, sowohl was die Bindung anging bei dem Gewicht, als auch was den Preis anging, aber auch was die Aktualität angeht, denn das sind handchirurgische Lehrbücher und die Handchirurgie ist ein Fachgebiet, was sich ganz speziell, ganz schnell immer weiterentwickelt hat. Durch die Mikrochirurgie, durch neue Techniken sind wir sehr schnell vorwärts gekommen. Das heißt, so Standardwerke wie der Green, den Sie an erster Stelle sehen, die müssen alle 4 bis 5 Jahre neu herausgegeben werden und dann macht der Verlag vom Green etwas ganz Besonderes, nämlich den Online-Zugriff auf die Vorversion, den kappt er auch gleich. Also wenn Sie sich einen Online-Zugriff für eine Ausgabe kaufen, mit der nächsten Ausgabe haben Sie den wieder eingebüßt. Das ist das, was wir nicht wollen und wir wollen auch nicht, dass Chirurgen grundsätzlich Bandscheibenprobleme wegen des Gewichtes bekommen. Daraufhin haben wir ein Konzept erstellt und wir heißt in dem Fall die Menschen, die dort oben durch die Logos auch präsentiert sind. Also einmal German Medical Science bei der ZB Med, damals noch mit Anita Eppelin, die heute bei der Leibniz-Gemeinschaft arbeitet, dann die AWMF selber als Mutter sozusagen aller medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland und der dann mittlerweile gegründete Trägerverein Handchirurgie weltweit. Was wollen wir? Ein umfassendes englischsprachiges Lehrbuch, wo schlicht und ergreifend alles drinsteht. Die Grundlagen, Anatomie und Physiologie, die klinischen Besonderheiten, Diagnostik, Therapie und die Rehabilitation. Wir wollen audiovisuelle Materialien einbinden, sprich Videos. Wer operiert was, warum, wie? Und wie komme ich schnell daran, wenn ich auf einmal genau das gleiche Problem habe, was aber nur jedes dritte Jahr einmal auftaucht? Das Ganze soll regelmäßig überarbeitet werden. Wir wollen separate Recherchierfunktionen, zum Beispiel für die genannten Operationsverfahren, damit es im Ernstfall auch mal schnell geht. Wir wollen, dass die Autoren wenigstens ihre Rechte behalten. Wir wollen auch, dass die Autoren dafür nicht bezahlen, dass sie auch noch schreiben, eine Versionierung haben. Und wir haben ein Peer-Review-Verfahren installiert. Warum machen wir da nicht einfach ein Wiki? Ich weiß, dass in diesen Begriffen viele Übergänge gibt, aber wir haben das Konzept vorgestellt auf dem Internationalen Handchirurgenkongress in Delhi und waren umgeben von begeisterten Indern, die sagten, oh, it's a Wikipedia for hand surgeons, fine, yes, I will write for it. So war es nicht gedacht und so soll es auch nicht sein. Ein paar Standards müssen wir einhalten und das heißt, wir benennen die Autoren, jeder kann sich gerne melden, wir werden sicherlich auch eher nicht ablehnen, aber die sind erkennbar und persönlich verantwortlich und wir wollen wissen, wer dort schreibt. Und wir haben das Peer-Review-Verfahren im Moment einfach mal mit 2 Reviewern zur Qualitätssicherung. Das Ganze wird jeweils mit einer DOI versehen. Wir haben zur technischen Realisierung Drupal herangezogen. Das ist ein Open-Source-Content-Management-System. Das bietet uns den bestmöglichen Document-Workflow, ermöglicht die Versionierung, die wir brauchen und differenzierte Zugriffsrechte. So wird das Ganze aussehen, beziehungsweise so sieht es jetzt aus, denn wir haben es online gestellt, wenn auch noch nicht mit wissenschaftlichen Inhalten. Sie sehen auf der rechten Seite auch noch mehrere Servicefunktionen. Es gibt Exportmöglichkeiten, Sie können in fachspezifischen Datenbanken suchen, zum Beispiel nach dem Autor oder auch nach speziellen Begriffen. Die Fördermitglieder des Vereins sind mit aufgeführt, dann klappt das Inhaltsverzeichnis so auf, wie dort gezeigt. Oben haben Sie die Reiter, wo Sie zum Beispiel die Videos finden oder wo Sie auch Näheres zu den Autoren finden und wo Sie sicherlich später auch mit den Autoren kommunizieren können. Die Multimedia-Materialien werden direkt im Text abgespielt. Wir haben eine Creative Commons Lizenz. Wir empfehlen den Autoren jeweils die CC BY Share Alike Lizenz und unten ist jeweils die Versionierung so aufgeführt, dass die Zitierung sicher ist. Jetzt ist die Frage, wer macht das Ganze? Die Redaktion sitzt hier in Köln bei der ZB Med. Wir haben durchaus vor, auch eine Art von Lektorat weiterhin installiert zu lassen, auch wenn das schwierig ist. An der Technik ZB Med waren auch externe Webentwickler beteiligt.
Grafik, Fotos, Videos, all das machen die Autoren selber und ein Handchirurg, der als Grafiker zusätzlich arbeitet. Finanziert wird es im Wesentlichen hier von der ZB Med aus. Der Verein Handchirurgie weltweit beteiligt sich daran. Aber das, worüber ich jetzt hier reden will und vor allen Dingen reden sollte, war diese Leute. Das sind Handchirurgen und es sind nicht irgendwie hier an dieser Institution angebundene Handchirurgen, sondern die kommen sonst woher. Im Moment haben wir 20 vertretene Länder unter den Autoren und es sind schwierige Länder zum Teil. Und auch das Editorial Board kommt aus 8 Ländern und davon ist nur ein einziger in Rente. Das heißt, alle anderen arbeiten voll. Sie haben einen Klinikalltag, Nachtdienste, Praxisverantwortung. Sie kümmern sich um ihre Patienten. Sie haben, weil sie oft renommierte Autoren sind, eine gewisse Lehrtätigkeit, arbeiten wissenschaftlich, machen Kongresse, haben administrative Aufgaben, sind in den Fachgesellschaften integriert und sie haben irgendein Privatleben. Und dort müssen sie nicht nur den Kindern guten Tag sagen, sondern vielleicht auch mal den Müll runterbringen oder irgendetwas sauber machen, Haus und Garten pflegen und so weiter. Das heißt, sie sind zerrissen zwischen ihren Aufgaben. Wenn diese Menschen sich bereit erklären für ein solches Buch, ihre Freizeit zu investieren, müssen wir uns überlegen, wie wir sie dazu bekommen, dass sie das auch noch mit Freude tun. Denn das ist sicherlich einer der Motoren, warum sie es machen. Sie haben ein paar Motive, die sind wirklich ehrenwert. Und das ist, dass die meisten Interesse daran haben, dass der Nachwuchs noch besser ist als sie selber. Mit Ausnahmen. Sie wollen einen internationalen Wissens- und Erfahrungsaustausch und die Technik dafür, die haben wir. Sie wollen natürlich auch Publikationsmöglichkeiten haben und das Recht am eigenen Werk behalten. Das ist jetzt ja noch das Einfachste, was wir ihnen geben können. Anerkennung als wissenschaftlicher Autor. Und sie sehen das natürlich auch als Wettbewerbsvorteil. Und wenn Sie an die Session heute Morgen denken, wo es um die leistungsorientierte Mittelvergabe ging, da ist es ja wirklich nicht mehr so, als wenn wir wirklich nur nach dem Impact-Faktor gehen, genau, Entschuldigung. Ja, also das war jetzt Psychologie. Es geht nicht nur um den Impact-Faktor, natürlich geht es auch um Autorentätigkeit und viele, gerade medizinische Institutionen, beurteilen für die leistungsorientierte Mittelvergabe die Einzelleistung durchaus auch schon anders. Und den Spaß und die Freude wollen wir diesen Leuten auch nicht nehmen. Also, was sind die Erwartungen auch unserer Autoren, denen wir uns ausgesetzt sehen? Sie möchten zum einen Ressourcen bereitgestellt haben. Das bedeutet in unserem Fall zum Beispiel, dass die Literatur, die Sie brauchen, Sie auch bekommen. Das gehört zum Service dazu. Sie brauchen redaktionelle Hilfe, gerade bei Texten, Grafiken und so weiter und vor allen Dingen Fremdsprachenunterstützung. Wenn Sie einmal gehört haben, wie sich ein Inder, ein Chinese und ein Türke miteinander auf Englisch unterhalten, dann wissen Sie, was ich meine, wenn ich sage, da muss noch mal jemand drüber gucken. Klare Vorgaben für Manuskriptstruktur und Umfang ist klar. Dieses Man muss sich nicht daran halten, hat Frau Arning sehr verunsichert, weil sie sagte, das darfst du nicht sagen. Doch, das tun die Autoren nämlich nicht. Sie möchten die Struktur und dann machen sie es doch irgendwie anders und sie müssen gucken, ob sie es wollen. Sie brauchen Kommunikationsstrukturen, die von restriktiven Maßnahmen in den Ländern nicht gestört werden. Schwierig im Moment bei der Türkei. Unsere türkischen Kollegen bekommen die Hälfte unserer Infos gar nicht mit. Dann dieses Bauchgefühl, Open Access, ist da Schutz vor Missbrauch? Muss man sehen, Zitationsfähigkeit wollen sie, eine gezielte Verbreitung ist ganz klar. Und dann wollen alle Autoren aber logischerweise aus diesem Interessenskonflikt, den sie haben, heraus natürlich ganz viel Zeit. Das wollen wir natürlich nicht. Gut, wenn Sie sowas spannend finden, wir freuen uns sicherlich, wenn jemand auch dort so unter der Living Handbooks-Reihe mitmachen will. Pilotprojekte sind willkommen. Und ansonsten wenden Sie sich an uns, an Frau Arning und all die anderen, die von der ZB Med hier sind. Besten Dank. Herzlichen Dank. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Fragen gibt. Herzlichen Dank noch einmal. Ich habe eine erkenntnistheoretische Frage an Sie. Fast. Sie sprechen vom Autor, Sie sprechen vom Manuskript, Sie sprechen vom Werk. Warum sprechen Sie von einem Buch? Ist das für Sie noch ein Buch oder sagen, welche Kriterien, vielleicht ging es hier noch für Bücher zu schreiben? Wir haben E-Books, wir haben Advanced-E-Books, aber das kommt doch in keinerlei irgendwie buchähnlichen Gegenständlichkeit mehr zum Leser.
Doch, ich denke schon, dass es trotzdem noch eine Art Buch ist. Nein, es ist ein Buch. Und zwar deswegen, weil es genau diese Lehrbuchschinken, die Sie gesehen haben, ersetzen soll. Es soll nur weitergehen. Es ist ein Lehrbuch mit Kommunikation, mit kollaborativem Arbeiten, aber es bleibt ein Lehrbuch. Wahrscheinlich hängt sich später an dieses Lehrbuch viel, viel mehr ran. Wahrscheinlich werden wir viel, viel mehr im Dialog arbeiten können, werden selbst bis Rohdaten hin, bis wissenschaftliche Veröffentlichungen alles noch dazu tun können. Aber Grundlage ist ein Lehrbuch, ein umfassendes Lehrbuch. Und das soll es auch erstmal bleiben. Wenn das steht, gucken wir weiter. Lehrbuch mit Service. Kann man denn Ihr Lehrbuch online irgendwo sehen? Ob Ihr Lehrbuch online zu sehen ist irgendwo? Unter welcher Grund? Es ist online zu sehen, derzeit über das Portal der ZB Med in Köln, darüber. Und Frau Martin? gms-books.de wird das erscheinen. gms-books.de. Da sind aber im Moment nur die Terms of Use zu sehen und die Titelseite. Herr Lock? Ja, ich habe zwei Fragen. Das in diesem Jahr noch. Die erste Frage ist, die traditionellen Verlage schreiben Ihnen böse Briefe, weil Sie machen ja die, wir haben ein sehr, sehr lukratives Geschäft von dem Verbot. Die zweite Frage ist ein bisschen ernsthafter, wie sieht es aus mit der Persistenz? Also wer garantiert mir, dass der Inhalt, der da eingestellt wird, in 10 Jahren noch zugänglich ist? Ich denke, auf die Frage nach der Persistenz, auf die ernste Frage antwortet am besten Ursula Arning. Weil das überlasse ich dann lieber der ZB Med. Die Verlage, ich glaube, die mögen mich nicht, aber das macht nichts. Aber böse Briefe schreiben sie nicht. Man merkt ja eher diesen zwanghaften Versuch dieser etablierten Verlage, es irgendwie so hinzukriegen, dass sie auch Open Access machen. Aber da sie irgendwoher Geld verdienen müssen, passt das natürlich gar nicht rein. Also wir haben... Aber von GMS, Redaktion GMS, wir haben viele Anfragen bekommen von De Gruyter zum Beispiel, die alle unsere Herausgeber angeschrieben haben und mit anderen Servicefunktionen oder sehr ähnlichen Servicefunktionen und ähnlichen Preisvorstellungen, wie wir sie haben, abwerben wollten. Aber da haben wir sehr positive Rückmeldungen von unseren Herausgebern bekommen, dass sie sehr glücklich und zufrieden bei uns sind und das quasi in den Papierkorb geschmissen haben. Wir sind als ZB Med natürlich auch dabei, Langzeitarchivierungen aufzubauen und von daher ist das eigentlich gewährleistet, dass Living Books, Living Handbooks dann weiter auch immer technisch erneuert wird beziehungsweise dann auch archiviert wird. Da ist leider gerade ein kleiner Dreher drin, also es ist natürlich zbmed.de. Und wenn man es eben nicht richtig gehört hat, unter gms-books.de wird das Buch veröffentlicht, beziehungsweise alle anderen Projekte, Pilotprojekte dann auch. Vielleicht dazu noch, wie gesagt, Chirurgen sind nicht immer, merken sich nicht so viel. Für die Handchirurgen haben wir es dann bereitgestellt später unter handbookhand.com.